Lialo, heute ein kleines Zwischenvideo, damit uns das Warten auf die Auswertung meiner kleinen Umfrage nicht so langweilig wird, dachte ich mir, probieren wir doch schon mal ein bisschen was, ne? Netrunner. Habe ich gefunden, Netrunner gibt es in zwei Versionen, einmal Ubuntu Debian kompatibel und einmal Arch, ja? Arch, da viele wollen Arch mittlerweile bei meiner kleinen Umfrage. Kompatible Version, Netrunner, je nachdem, wer lieber bei Ubuntu bleiben will, sowas wie sudo apt get install ist ihm vertraut und will dabei bleiben, der nimmt sowas. Wer lieber was auf Arch kompatibles steht, der könnte mal hier gucken, das probieren wir jetzt mal aus. Ne? Da haben wir nämlich nichts mit apt get install, da haben wir nämlich Pacman, sudo Pacman-s und diverse kleine Kürzel hinten noch dran, Y, U und solche Geschichten. Ne? Arch auch kompatibel, das probiere ich aus. Habe schon runtergeladen, ein Snapshot, das ist ein Rolling-Release. Interessant, da ist doch jeder was dabei. Einige haben auch gesagt, sie wollten was über Manjaro. Ne, das basiert hier, ne? Dieses Netrunner auf Manjaro. Und zwar mit der KDE-Desktop-Umgebung. Gut, die andere Version basiert auf Kubuntu 14.04 LTS Langzeitversion. Ich probiere das Ding. Ne? Hab mir 64 Bit runtergeladen über Transmission und dann auf ein USB-Stick gebrannt. Installationshinweise hier. Kleiner Hinweis noch von mir. Ich bin hier unter Ubuntu 14.10 und dieses ISO ist verdammt groß und ich habe da so ein 4 GB USB-Stick, ne? Also 2,5 GB ISO. Und hier brennt er das am besten mit Rechtsklick. Öffne mit Schreiber von Laufwerksabbildern, um das Ding auf ein USB zu kriegen, habe ich schon gemacht. So, jetzt gehen wir mal aufs Live-Bild da davon. So, USB-Stick gebrannt und jetzt, hallihallo, wollen wir doch mal schnell die Fabrik anschmeißen. Ich mache das jetzt mal auf meinem Fernseher, damit man schön die Installation sieht auf meinem echten PC, wie ich das so gerne mag. Nehme ich da dazu mein Intel Core i7. So, damit wir das auch mal ein bisschen verfolgen können. Gut, Netrunner. Ich habe vorhin schon mal probiert. Probleme hatte ich mit meiner großen Festplatte. 3 Terabyte in einem Stück, die musste ich erstmal umformatieren, weil das Installationsprogramm kläglich versagt hat vom Netrunner. Gut, ich boote jetzt vom USB-Stick. Hier bei mir heißt das im Bootmenü USB-HDD. Habt ihr im BIOS noch sowas wie Secure Boot oder ähnliches, dann vorher abschalten. Ne? UEFI, solche Geschichten mögen wir nicht unter Linux. Ja, gut, schauen wir mal. So sieht's dann aus. Jetzt willkommen. Jetzt warten wir mal ein bisschen, ne? Das weiß ich, weil ich habe vorhin schon mal probiert. Weil dann erscheint unten in der Ecke Language. Wir drücken mal F2, weil uns vielleicht Deutsch doch lieber ist. Ne? Dann gehen wir mal die Pfeiltasten auf der Tastatur auf Deutsch. So. Starte netten, ich sag schon Rackrunner, ne? Das hört sich ähnlich an. Ich bin ja ein bisschen vorbelastet, ja. Ja. Weil mein Kanalname so heißt, könnte ja sein, gewisse Namensähnlichkeit. Rein zufällig und nicht mit Bazillionen von Euros gesponsert. So, geht schon los, ne? Der Routinepfeil. Kreise in der Dunkelheit. Ein Mond kreist. Wo kenne ich das jetzt wieder her? Star Trek irgendwo, ne? Ja, gut. Also, Netrunner rannt jetzt so los. Also, wie gesagt, 3 Terabyte Festplatte, Intel Core i7, 6 Kerner und braucht aber trotzdem ein bisschen. Gut, kommt jetzt vom USB-Stick, je nachdem wie schnell der USB-Stick ist, ob man das jetzt USB 2.0, 3.0, kann sich die Startzeit ein bisschen verzögern oder erhöhen. Und wir sehen dann erstmal das Live-System. Das ist ja noch nicht installiert. Da kommt jetzt alles noch vom USB-Stick. Im Moment sehen wir nur den Pfeil. Wenn da aber was käme. Aber live und in Farbe. Und so wollte ich das. Ja, dann kann ich auch nichts für. So, Netrunner. Ne? So, nett. Das ist doch nett. So, jetzt Vorsicht, Kamera verschieben. Ne? So ein bisschen, dass ich ein bisschen ausrichten kann. Ja,
Ob das nur besser wird, ich weiß es auch nicht. Ja, weiß es doch nicht. Netrunner, so sieht's aus. Ne? Achtung, hier, KDE-System, ein Klick und es geht los. Hier oben ist Installieren. Hier gibt es eine README-Datei, ist auch mal ganz interessant zu lesen. Gut, weitere Sprachpakete, das können wir uns im Moment noch schenken. Ne? Weitere Sprachpakete, weil das ist das Live-System. Wir haben es ja noch nicht installiert. Gut, was bei mir war, das zeige ich mal kurz. Ich musste erstmal auf System, ne? Nach ersten Installationsversuchen, die gescheitert sind. Löblicherweise ist da gepartet dabei. Ne? Passwort hier ist übrigens einfach gar nicht ignorieren, einfach auf OK. Kein Passwort notwendig hier. Ja, rekursive Partitionstabelle auf meinem USB-Stick, das ignorieren wir auch mal. Gut, jedenfalls habe ich dann meine 3 Terabyte Festplatte, ich hoffe, das sieht man hier, umformatieren müssen, ja, damit ich hier 1, 2, 3 Partitionen von ungefähr 1 Terabyte hatte. Und die Linux-Swap, ja, also die Auslagerungsdatei von Linux, habe ich noch dazwischen gepackt, ne, also etwas in dem Bereich von 1 Terabyte, damit bei der Installation ja nichts schief geht. Ne. Und deshalb muss ich gleich bei der Installation jetzt auch die manuelle Einstellung machen. Ne. Wenn ihr nicht so eine riesen Festplatte habt, dann habt ihr das Problem nicht, das ich so habe. Habt ihr das verstanden? Nee. Also ich habe eine Festplatte, die ist verdammt groß. Damit kommt das wohl nicht so gut zurecht, ne? Weil ist irgendwie, ich hätte vielleicht auch 2 Terabyte nehmen können, da gibt es irgendwie so eine Grenze. Und deshalb habe ich mit gepartet nach ersten gescheiterten Versuchen meine Festplatte in 3 Partitionen unterteilt und hier im Bereich von 0 bis kurz vor 1 Terabyte habe ich die Swap-Partition positioniert. Ja, das hier nur mal, das ging ja gar nichts, ne? Da war schon mal ein bisschen traurig, aber kann ich auch nicht erinnern. So. So, und jetzt geht das weiter. Machen wir zu. Install Netrunner. So, jetzt haben wir also die Festplatte hoffentlich vorbereitet. Genauso gut wie meine Kamera, die ich jetzt dauernd verschiebe. Ja, sehr gut vorbereitet. Steht schon hier Richtung Deutsch. Ja, gut, jetzt könnt ihr eigentlich wieder ranzoomen, weil das passiert jetzt wahrscheinlich alles nur in einem kleinen Fenster. Deutsch, so, vor. German, Austria, ne, so weit bin ich hier auch nicht mit. Germany, ja, Deutschland ist gut. Vor. Mindestens 6 GB, vor allem, ich habe ein bisschen mehr. Alleine Stromquelle angeschlossen ist mein PC auch, ne, ist kein Laptop, der jetzt nur mit dem Akku laufen würde. Wenn das ein Laptop mit Akku wäre, würde ich dann halt nochmal das Netzteil anschließen. Mit dem Internet verbunden bin ich mit Netzwerkkabel. WLAN würde ich jetzt erst einmal weglassen. Vor. Wo sind wir denn daheim? Ja, Europa sind wir wohl, in Berlin, das hat er schon schön erkannt, jawohl. Sehr lobenswert, wählen Sie Tastaturbelegung aus. Germany, Germany, hier könnte man noch notfalls mal testen, ob das Ö geht und das Ä geht. Und falls nicht, dann nochmal weiter testen. Vor. So, hier kommt der Moment, wo das hat nicht funktioniert bei mir, ne? Lösche die Festplatte und installiere automatisch. Bei euch geht das wahrscheinlich. Ne? Der löscht die komplette Festplatte. Ne? Das ist ja blöd, ne? Wenn jetzt zum Beispiel Windows noch drauf erhalten. Gut, bei mir war kein Windows drauf. Nö. Dann, wie gesagt, habe ich meine Festplatte sowieso schon mit gepartet, partitioniert. Und sage jetzt, organisieren Sie Ihre Partition und Installationsart selber. Ne? Fortgeschritten, mach es dir selbst vor. Gut, hier macht er uns schon einen kleinen Hinweis. Ich bräuchte doch vielleicht mal eine Root, ne? Eine Root, ja, Verzeichnis, einen obersten, ja, Partition eigentlich streng genommen. Eine Partition, wo das Root hin muss. Hier sieht man meine 1, 2, 3 einzelnen, jeweils 1 Terabyte großen Partitionen und die Swap-Datei dazwischen. Gut, ich nehme die erste SDA1, mache ein Häkchen dran. Und sage ändern. So, Beschriftung, ich spare mir eine Bezeichnung, aber wichtig ist der Einhängepunkt, dann Root, das ist der Schrägstrich. Formatieren soll das meinetwegen auch. Okay, und dann dauert das einen kleinen Moment. Schließlich muss er es formatieren. Sobald er das gemacht hat, das ist quasi hier so ein bisschen gepartet für Arme, aber halt die Version, die funktioniert. Jetzt ist Root grün, ne? Grün heißt, hast du gut gemacht. Hier sieht man nochmal 3 Terabyte. Meine Festplatte. Swap. Ne, möchte ich jetzt meinetwegen ändern, benutzen als Swap und formatieren könnte ich auch sagen, sage ich okay. Ne?
total okay. Es hat sofort erkannt, das war schon als Swap formatiert, falls nicht, Swap auswählen. Das ist eine ganz kleine Partition mit ganz wenig Gigabytes. So, das langt einfach Auslagerungsdatei. Wie groß? Sagen wir mal, zweimal der Arbeitsspeicher dürfte reichen, aber ich habe hier ein bisschen mehr genommen. Ich hatte ja ein bisschen Platz. Die anderen kann ich mir meinetwegen später noch einrichten. Jetzt installieren, Ausrufezeichen, Installer-Frage, sind sie wirklich? Ne? Ist als Web eingehängt, um fortzufahren, muss ausgehängt werden. Wenn Sie ja sagen, können Sie sich selber aufhängen oder die Installation fortsetzen. Alles nochmal prüfen. Ja, einhängen, formatieren, ja, schön. So, wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, macht auf jeden Fall mal ein Backup von der Festplatte, nicht, dass ich jetzt das Geheule höre. Jetzt installieren, ne? Weil ich habe eh keine Ahnung. So, jedenfalls, weg, ne? Name des Computers, weil es ein Core i7 ist, meinetwegen i7, Benutzername, das ist jetzt in klein und in einem Wort, weg, ne? Wählen Sie Passwort 1234123. Ihr nehmt ein besseres. Anmelden mit Passwort. Jawohl, vor. So, und was sehen wir da? Es geht schon ganz furchtbar los mit der Installation. Die geht relativ schnell. Kommt ja von USB-Stick und auf eine relativ schnelle Platte. Ein bisschen Reklame, was alles so dabei ist. Ne? VLC Media Player ist vorinstalliert. Amarok ist vorinstalliert. Komischerweise auch Skype. Na, warum auch immer, ne? Ja. Netrunner stands on the shoulders of giants. Ja, Netrunner steht auf den Schultern von Giganten. Ja, ich weiß auch nicht. Microsoft, ne? Nee. Nee, nur bei Skype, ne? We therefore like to say big thank you. Ja, dankeschön. Ja, das ist die Arbeit von tausenden Freiwilligen und überhaupt, das sind die Giganten. Ne? Based on Free Software, ja, mit dem Skype, das glaube ich auch nicht, dass alles so frei ist. Ne? KDE Plasma Desktop, wie gesagt, was ihr hier seht, ist ja schon quasi KDE Plasma. So ähnlich wird es dann hinterher aussehen, wenn es dann installiert ist. Schauen wir mal. Wie gesagt, die Ubuntu-Fraktion hat dann halt auf Kubuntu basierend etwas Analoges. Anderen Installer. Ihr seht, die Installation geht fix. Ne? Netrunner, Sharpships, Different Software, Browser Web, Mozilla Firefox ist natürlich dabei und Thunderbird. Und weil es ein Rolling Release ist, sollte sich das immer relativ gut aktualisieren. Und Skype haben wir gerade gesehen. Ja, wer es denn mag, kann es nutzen. Gut. So, die Installation ist jetzt bald durch. Konfiguriere, installiere Treiber. Kann nicht mehr lange dauern, kann ich nur noch Stunden handeln. Netrunner. Mittlerweile 20.39 Uhr, wer die Startzeit mal am Anfang des Videos beobachtet hat. Ja, zumindest zum Anfang der Installation. Der kann es ja mal vergleichen, wie lange es hier gedauert hat, von USB-Stick auf eine schnelle Platte zu installieren ging. Fix Grub 2 Beta haben wir übrigens. BIOS Bootloader. Ne? Ich habe ja kein UEFI, nicht Secure Boot. Ganz normaler Grub Bootloader wird installiert. Auf Device SDA, auf die erste Platte in dem Rechner. Und dann dürfte die Installation gleich durch sein. Schauen wir mal. Ja. Neu starten. Ja. So, jetzt schauen wir mal beim Fernseher. Schön grün beleuchtet übrigens. Ja, das hat jetzt zwar nichts mit dem Video zu tun, aber ist bald Weihnachten halt. Ne? Ali, hallo, seht ihr mich? Ich glaube, ich habe meinen Fernseher geputzt. Ist das aufgefallen? Ne? Gut, über HDMI habe ich übrigens den PC angeschlossen. Und jetzt bootet sich das ganz normale. Ja, jetzt kommt erstmal die Systemmeldung vom BIOS. Die sehen bei euch anders aus. Ihr könnt ja mal gucken, was das für ein PC ist. Und dann guckt er nochmal eine Festplatte, ob die noch drin ist, ob die schon Cloud ist. Nee, ist nicht Cloud. Also dürfte eigentlich jetzt mal so langsam Netrunner starten. Jawohl, hier sehen wir es. Ich mache mal mit Absicht Pfeil nach unten, damit ich das Autostart abbrechen kann. Netrunner Linux.
Die Advanced Options sind nicht so advanced, also ein richtiges Reparaturmenü hat man da nicht so. Ja, also wie gesagt, entweder abwarten, bis er da durch ist mit seinen paar Sekunden runterzuzählen und einfach Enter drücken, falls nicht oder falls mehrere Linux oder andere Betriebssysteme drauf sind, dann auswählen und Enter drücken. Jetzt der erste Start. Ne? Ich habe jetzt noch nicht gestartet gehabt. Schauen wir mal, wie schnell der erste Start so vonstatten geht. So, da habe ich eigentlich das Gefühl vom Look und Feel, ne, das ist so ein bisschen fast wie bei Windows. Ne, das ist so, ne, mit Uhrzeit und so. Erstmal mein Symbolbildchen und mein Passwort. 1, 2, 3, 4. Da eingeben. Da oben kann ich mir übrigens die Sitzung noch aussuchen. Custom Failsafe oder noch mehr Failsafe. Layout Deutsch wäre vielleicht nicht verkehrt. Da könnte ich notfalls neu starten. Jedenfalls das Passwort eingeben, Enter gedrückt. Diesmal haben wir also tatsächlich das Passwort drin. Bei der Live-Version hatten wir nur ein leeres Passwort. Gut, wir schauen uns mal an, wie schnell, wie langsam. Core i7, 6 Kerne, 12 Threads. Das wird oftmals als 12 CPUs Mist verstanden. Total Mist verstanden. So, jetzt hat es weniger Symbole auf dem Desktop. Und so sieht das aus. Also es baut sich noch auf. So, sehr schön. Ja, sehr schön. Gut, README-Datei haben wir hier nett dran. Einmal draufklicken. Und dann nimmt der Kontakt auf zu Netrunner OS und sagt uns direkt, es gibt schon ein paar bekannte Fehler. Man sollte erstmal diese Befehle in ja, die Kommandozeile eingeben. Das machen wir auch mal sofort. Ja. Rechtsklick, kopieren. Und hier unten haben wir ein Terminal-Symbol. Da klicken wir drauf und kommen da von oben runtergerollt. Schön. Seht ihr das? Ja, mega schön. Also das kopiere ich mir mal rein. Paste heißt der Einfügebefehl und Enter drücken. Und das Passwort nochmal 1, 2, 3. Und los geht's. So, denken Sie nach, bevor Sie tippen. Ja, das hätte ich mal. Respektieren Sie. Wir respektieren gar nichts. So, und hier haben wir, wie gesagt, kein apt-get install, sondern den Pacman, den Package Manager. Und mit -sy wollen wir da mal die Bash irgendwie verzaubern, die da nicht so richtig ist, wo die wohl schon wissen, dass dem so ist. Und schauen wir mal. Hier sieht man schön im Terminal, dass da so einiges angeflogen kommt. Und wir wollen uns das mal kurz angucken. Das sind dann die ersten Schritte, die man so tun sollte. So, und hier unten wollen Sie nun aktualisieren. Sagen wir mal ja, ja oder Enter. Wollen Sie, ja, tun wir das mal tun. Yes, empfangen Pakete, schön. Macht er. Funktioniert? Jawohl. Gut. Und das Terminal klappt sich von alleine raus. Braucht man hier nicht unbedingt draufklicken. Ja, dann gibt es noch Probleme. Blank Screen during Boot. Ja, dann weiß man wohl, da gibt es Probleme mit irgendwelchen Treibern, wie auch immer. Hier ist nochmal eine Schnellanleitung zum Package Manager Pacman. Wenn man was installieren will, sagt man einfach Pacman. Leerzeichen minus großes S und dann der Paketname. Ja. Sieht dann so aus, ich könnte dann ja auch mal ein sudo davor schreiben. Ne? Sudo Leerzeichen. Jetzt Pacman minus und das große S und wieder ein Leerzeichen. Ne? Und dann schon zum Beispiel installieren PTV für den PTV Video Editor. Ne? Den werde ich wahrscheinlich sowieso brauchen. Ne? Das ist jetzt meine Testinstallation. Und dann kommt das da so installiert. Gut, so funktioniert das erstmal vom Prinzip her. Läuft. Dann gibt es die andere Möglichkeit, was zum Installieren. Also hier ist Terminal, das läuft noch. Da kann ich so schön immer ein- und ausblenden, hier einfach mit dem Ding. So, was haben wir denn? Dann gibt es diesen komischen kleinen Geist, den grünen Geist anklicken. Da kommt eine grafische Menü, ja, ein grafisches Pacman, sage ich jetzt mal.
Ja, deshalb auch wahrscheinlich dieser Geist, weil es dann ein Package Manager, weil der Name so ähnlich ist wie dieses kleine alte Spiel Pac-Man, heißt Octopie. Ja, hätte ich auch hier suchen können nach PTV und hätte gefunden PTV und könnte mit Rechtsklick installieren. Das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Jedenfalls muss man da manchmal doch wieder hin und her und vor und zurück ins Terminal oder nicht. Ich denke, am besten im Terminal zu arbeiten. Gut, Netrunner Rolling Release. Gut, hier haben wir die Lautstärke. Hier haben wir dann so ein Clipboard. Ja. Hier sieht man die letzten Befehle, die ich eingegeben habe. Sicherheitstechnisch vielleicht nicht so ganz pfiffig. Gut, Kleinkalender, irgendeine Info, falls mal irgendwas nicht aktuell wäre. Wir haben Games, haben wir zum Beispiel schon vorinstalliert, GL Tron und solche Geschichte. Ich gehe mal drauf. Also das mit dem Anklicken ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Ne? Wenn ich mit dem Maus rübergehe, dann verschwindet das manchmal wieder. Es sind ein paar Spielchen dabei, Start Game. Und solche Geschichten gibt, glaube ich, mit W und so weiter. Da kann man ein bisschen hin und her, vor und zurück. Da kann man zumindest mal gucken, ob die Grafikkarte richtig tut. Ne? Richtig tutet. Escape und zu. Apropos Grafikkarte, da Settings von Manjaro waren es, glaube ich. Passwort, hier muss man wieder das 1, 2, 3, 4 eingeben. Man kann auch einen Grafikkartentreiber installieren. Ne? Hardware-Erkennung steht da. Ich hatte vorhin mal im ersten Test automatische Installation unfreier Treiber. Ich wollte meinen Standard-NVIDIA-Treiber, nicht den NVIDIA Novo. Und dann musste ich alles nochmal installieren, weil da kam nur Geflicker bei raus und ich wusste nicht, wie ich da wieder wegkam, weil, wie gesagt, beim Grub hatte ich da wenig Reparaturoptionen. Also erstmal da die Finger davon. Computer haben wir Sysinfo, Systeminformationen, sehr schön gemacht, ist aber eigentlich im Webbrowser. Conqueror ist ein Webbrowser und hier sieht man meine CPU. Wird fälschlicherweise 12 Kerne angezeigt, sind 12 Threads, hat 6 GB RAM, stimmt. Das Bild aktualisiert sich alle paar Sekunden, das ist nervig. Ja, wenn ich jetzt also mit Steuerung mich ranzoome, um da was zu zeigen, und macht gleich einen Plöpp, dann ist es wieder irgendwie verschoben. Ja, das ist so ein bisschen... Ja, also dieser Nouveau-Treiber, den lasse ich jetzt lieber erstmal, weil auf den Standard-NVIDIA-Treiber, zack, da hat es gerade umgeschaltet, war so ein bisschen blöd. So, gut, was haben wir sonst noch? Wir haben Utilities, wir haben System, die Konsole, gepartet, wie gesagt, wir haben Manjaro-Settings und wir haben auch noch die Systems, also das mit dem Ding gefällt mir noch nicht so ganz, das geht immer weg, ja, das ist ein bisschen blöd. So, das ist so KDE-spezifisch, die Einstellung, zum Beispiel vom Adobe Flash Player kann ich da was einstellen, ob ich die Kamera erlaube oder nicht. Solche Geschichten, was haben wir dann? Die Desktop-Einstellung, Window-Thema kann ich mir hier aussuchen, bekannt vom KDE. So, Display habe ich angeschlossen über HDMI 1, Bildschirmauflösung 1920x1080, Bildschirmschoner könnte ich mir aussuchen und dann Gamma-Korrektur vornehmen. So, KDE Connect, weiß ich nicht, was das sein soll. Connect and Sync Your Devices with KDE. Anscheinend kann man mehrere Endgeräte damit synchronisieren. Was soll ich, vielleicht ein Smartphone oder ein Scheißdreck? Weiß ich nicht. Standardanwendungen könnte ich mir aussuchen. Thunderbird ist der Standard E-Mail-Client, ne? Nicht K-Mail. Und das finde ich gut so. Dateimanager ist Dolphin. Könnte auch umschalten auf Conqueror oder irgendwas anderes. Und Terminal ist Konsole, Webbrowser ist Firefox, Window Manager Standard,
KDE Window Manager KWin ist hier voreingestellt. Über das System sieht man auch nochmal KDE Lib Version 4.14.0, Qt Version 4.8.6, Kernel 3.14.18-1, Manjaro 64-Bit und die entsprechende CPU wird dort angeschaltet, angezeigt. So, ich denke, das sollte als erster Eindruck mal genügen. Hier im Netzwerk kann man übrigens eine Samba-Freigabe oder ähnliches freischalten. Ne? SMB, eine Windows-Freigabe, würden die Windows-User sagen. Samba oder SMB sagen die Linux-User. Und hier sehe ich dann die anderen Partitionen, die ich habe auf meiner Festplatte. Das ist meine Root-Partition. Ne? Root. Und dann habe ich die anderen beiden Hard-Drives auch noch. Da hatte ich letztens schon mal rumexperimentiert. Das hatte ich auch mal als Home eingestellt. Deshalb ist da noch so Rechner drin. Eigentlich ist mein Home jetzt mittlerweile hier, ne, bei der zweiten Installation. Sehr schön. Also, gut funktioniert. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.